Heute geht es um den Forschergeist der Jugend. Denn in dieser Woche wird Schweizer Jugend forscht 50 Jahre alt. Wir sind dabei, wenn ein Jungforscher seine Erfindung am Wettbewerb präsentiert. Was treibt ihn an? Woher stammt seine Leidenschaft? Stunden weiss ich nicht. Ich habe für die ganze Konstruktion habe ich ein Jahr gebraucht. Wie entsteht Forschergeist? Und wie schafft man es, ihn zu fördern? Mir hat am besten gefallen, dass ich das irgendwie verstanden habe, warum das Ganze so funktioniert. Einstein über eine Institution, die Geschichte geschrieben und so manche Karriere wieder erwarten in Gang gebracht hat. Ja, es überrascht mich unerkannt. Ich hätte es nicht gedacht, weil es kommt ja einstweilen kein Nutzen aus dieser Arbeit. 50 Jahre Forschergeist. Wir feiern mit. Er ist Sven Signer, ein junger Wissenschaftler, der das Leben der Luchse in der Schweiz erforscht. Wir nehmen heute die Fährte von dem scheuchen Tier auf, das man kaum einmal live zu sehen bekommt. Aber gerade darum haben wir eben doch noch ein Ass im Ärmel, damit wir ihn vielleicht gleich noch vor der Linse haben. Und neben dem Luchs nehmen wir auch die Fährte vom Forschergeist auf. Weil der ist natürlich nicht nur die Triebfeder von Schweizer Jugend forscht, sondern insbesondere auch von jungen Wissenschaftlern wie Sven Signer. Grüezi miteinander und recht herzlich willkommen bei Einstein. Und hörst du etwas? Nein, leider kann ich hier kein Signal empfangen. Aber ja, ist theoretisch möglich, dass der Luchs hier hinter der Kante ist. Der Luchs ist ein Luchsin und ist zu Forschungszwecken besendet worden. So können wir sie heute mit der Antenne anpeilen, uns auf die Suche von ihr machen und hoffentlich auch einen Blick auf sie erhaschen. Ich habe es gerade gesagt, er ist sehr scheuch. Also die Chance, dass wir ihn live sehen. Ja, die ist nicht gleich null, aber wäre fast wie ein Sechser im Lotto. Aber die GPS-Peilungen von den letzten Tagen zeigen, dass sich die Luchse hier in diesem Gebiet am Bewegen ist. Und wenn wir ganz viel Glück haben, sehen wir den Philosophen. Wir folgen sie. Es geht steil der Hang auf. Das nimmt Sven Signer aber gerne in Kauf, obwohl er sein Forschungsobjekt, den Luchs, eigentlich nie zu sehen bekommt. Was ich bei ihm aber sofort sehe oder spüre, Neugier, Leidenschaft und Idealismus. Eigenschaften, die quasi zur Grundausstattung eines Forschers gehören und darum von Schweizer Jugend forscht seit 50 Jahren gefördert werden. Ein Wettbewerb, der Stars hervorbrachte und die Forschung im Volk verankern sollte. Die Schweizer Jugend forscht bis heute sehr dankbar. Dabei war Rosmarie Lehmanns damalige Arbeit für Schweizer Jugend forscht eher unscheinbar. Sie hatte schlicht Flechten untersucht. Trotz der großen Anzahl von technischen, chemischen und rein mathematischen Themen ging der erste Preis von 3.000 Franken an diese hochschulreife Arbeit über unscheinbare Flechten in der Region von Thun und Oberdiesbach. Die Gewinnerin, Rosmarie Lehmann, war von ihrem Erfolge sehr überrascht, distanzierte sie doch 32 männliche Teilnehmer. Ja, es überrascht mich unerkannt. Ich hätte es nicht gedacht, weil es kommt ja einstweilen kein Nutzen aus dieser Arbeit. Das Fräulein Lehmann darf in den USA ihre Arbeit vorstellen und heimst auch noch eine internationale Auszeichnung ein. Kein Wunder wird sie in der Schweiz zum Star. Schweizer Jugendforsch bedeutet mir sehr viel. Ich bin aus einfachen Verhältnissen. Ein Studium, wie ich mir das gewünscht habe, das wäre nie so schnell möglich gewesen, wie eben dank dem Wettbewerb. Lehmann kann an der Uni Basel Biologie studieren, dank einem anonymen Gönner. So beginnt ihre Märchenkarriere Ende der 60er. Währenddessen werden die Themen bei Schweizer Jugend forscht vielfältiger und politisch. Sicher liegt es auch an den Italienern, dass sie so langsam assimiliert werden. Aber die grösste Schuld haben, glaube ich, wir Schweizer. Und die Haare der Teilnehmer werden länger. Am Flipperkasten natürlich wieder ein Langhaariger. Werden viele denken, die den 18-jährigen Lehrling beim Spielen sehen.
Nun, das Basteln hat ihm gestern den ersten Preis in der Kategorie Technik im Wettbewerb Schweizer Jugend forscht eingetragen. Mittlerweile doktoriert Rosemarie Lehmann an der Uni Zürich und heiratet. Und während im neuen botanischen Garten die Palmen gesetzt werden, pflanzt sie ein paar Meter weiter eigenhändig ihre Lieblingsflechte, die Schildflechte. Auf den Steinen, auf dem Moos, mit Föhrennadeln, wie mit der Guffe aufgepflanzt. Und jetzt haben sich die wunderbar entwickelt im Laufe der Jahrzehnte. Jetzt bei diesem schönen Wetter für sie an austoren, oder? Und dann war die Frage, was passiert denn eigentlich mit diesen Pilzen und Algenzellen, wenn die auf 10% Wasser pro Trockengewicht runterfallen, oder? Und ich hatte Gottlob eben die Freiheit gehabt, so etwas zu untersuchen, was wirtschaftlich jetzt völlig unwichtig ist, aber eben für das Verstehen von dieser Pilzlebensweise zentral wichtig ist. Aber nicht nur Honegger Lehmann lanciert ihre Karriere dank Schweizer Jugendforscht. Das schaffen auch zwei junge Höhlenforscher mit einer neuen Vermessungstechnik. Für eine gemeinsame Arbeit die Gebrüder Martin und Clemens Drüssel. Für mich ist es wie der Sprungbrett in die heutige Forschung, die wir betrieben haben. Wenn man denkt, dass das 40 Jahre her ist und trotzdem mag man sich noch erinnern, wenn es gestern gewesen wäre. Höhlen sind heute noch ihre Passion. Die Schrattenhöhle auf Melchseefurt ist besonders geeignet für ihre Forschung. Denn dank einem Druckwasserstollen kann man mitten im Berg einsteigen. Drin ist es beklemmend eng. Nicht jedermanns Forscherparadies. Aber dass der Trüssels. Zusammen mit den Unis von Innsbruck und Heidelberg betreiben sie hier Klimaforschung. Sie platzieren eine Messsonde im Wasser. Aus ihnen sind nie Profis geworden. Sie betreiben heute noch Laienforschung. Martin gibt das Heft Der Gartenbau heraus und Clemens managt die Schulen und öffentlichen Gebäude von Maienfeld. Geologie konnte man damals in der Schweiz gar nicht studieren. Es ist schade. Ich täte gerne das als Beruf machen. Nur wäre ich heute nicht da, weil ich verhungert wäre. Es ist viel spannender, wenn wir jetzt das machen können, was wir wirklich wollen, und dann die entsprechenden Wissenschaftsinstitutionen dafür begeistern und wo wir auch wieder ganz viel daraus lernen. Also Basisforschung wirklich pur. Ganz anders Rosemarie Honegger-Lehmann, die schon bald Professorin wurde und die Flechten ein Leben lang erforschen konnte. Aber so eine Laufbahn ist eher selten. Die meisten Gewinner von Schweizer Jugend forscht schaffen es nicht bis in die Wissenschaftselite. Das ist auch dem Präsidenten Ralf Eichler klar. Heißt das, dass Sie dort nicht ganz Ihr Ziel erreicht haben? Das verstehe ich jetzt nicht. Wieso? Weil die in dem Sinne keine Uni-Karriere gemacht haben und jetzt so können quasi. Ja, aber es ist ja gerade eins der Stärke an der Schweiz, dass nicht jeder muss in die Uni gehen. Es gibt auch erfolgreiche Unternehmer, die nicht an der Uni gewesen sind. Auch der Steve Jobs hat die Uni abgebrochen. Also das ist jetzt nicht das Erfolgsgarantie, ein Hochschulabschluss. 1967 startete Schweizer Jugendforscht mit 38 Teilnehmern. Und nur 6 Frauen waren dabei. Die Arbeiten waren alle naturwissenschaftlicher Art. Noch wurden keine Arbeiten aus den Geisteswissenschaften akzeptiert. Und bei den 38 Jugendlichen waren 11 Lernende dabei. 50 Jahre später sieht das Bild etwas anders aus. In diesem Jahr werden 108 Teilnehmer prämiert, mit dabei 47 Frauen, also fast die Hälfte. Mittlerweile gibt es immerhin 21 Arbeiten aus den Geisteswissenschaften. Doch aus der Fachschule kommen immer noch wenige Teilnehmer. Es sind nur 18. Das will Schweizer Jugendforscht noch verbessern. Trotzdem, der Wettbewerb ist und bleibt ein Erfolgsmodell. Man kann nicht beweisen, dass die Schweiz untergeht ohne das. Aber es ist, hilft uns, wettbewerbsfähig zu bleiben. Ich denke, die Wettbewerbsfähigkeit von unserem Land, von unseren jungen Leuten, ist etwas Wichtiges. Honegger Lehmann ist inzwischen längst pensioniert. Doch die Forschung geht weiter. Soeben hat sie eine versteinerte Flechte bestimmen können, die sagenhafte 420 Millionen Jahre alt ist. Und
Auch die Trüssels werden in der Schrattenhöhle noch jahrelang weiterforschen. Noch heute steckt in allen drei die Saat von Schweizer Jugend forscht. Der Luchsforscher Sven Signer und ich sind auf der Spur von der Luchsin Vega. Sie ist eine von rund 200 Luchsen in der Schweiz. Kurzes Päuseli. Dank ihrer GPS-Daten wissen wir, sie steckt irgendwo in der Umgebung von uns. Hast eigentlich du die Vega schon mal live gesehen? Ja, bis jetzt einmal, dort, wo wir sie gefangen haben, ja. Ah, wo sie besendet haben? Ja, richtig. Ja. Sonst habe ich sie leider noch nie gesehen, ja. Wir machen bei jedem Fangfettchen. Gefangen haben die Forscher die Vega mit einer Schlingenfalle und sie dann mit einer Spritze betäubt. Die Tierärzte haben zur Luchsin geschaut, während die Wissenschaftler das Enderhalsband angemacht haben. Der Luchs ist das best erforschte Wildtier in der Schweiz. Denn sowohl der Bund als auch die Kantone wollen wissen, wie sich das wieder eingeführte Raubtier bei uns etabliert. Der Luchs war natürlich von Anfang an schon eine recht kontroverse Tierart. Also da hat es einerseits die Befürworter und einerseits die Hardcore-Gegner. Und darum ist es wichtig, dass man die Tierarten forscht, damit die Diskussion, die dort stattfindet, wirklich auf Fakten basiert und nicht auf bloßen Emotionen. Aber ist es nicht ein Frust, wenn man es fast nie sieht? Nein, da ist kein Frust. Ich weiß ja, dass der Luchs ein heimliches Tier ist und ich gehe nicht jeden Tag mit der Erwartung raus. Heute sehe ich ihn, manchmal hat man das Glück, häufig nicht. Gefrustet bin ich sehr selten bei meiner Ebbe. Mir gefällt meine Ebbe so gut. Wenig gefrustet bin ich, wenn es den ganzen Tag regnet und kalt ist. Du bist jetzt 30 und mit 30 wirklich noch ein junger Wissenschaftler. Wie war das ganz, ganz früher? Als kleiner Bub habe ich ein Jahr lang bei meiner Großmutter gewohnt. Und die wohnt wirklich ab vom Schuss, kann man sagen, wo sich Fuchs und Hass gute Nacht sagen. Und dort bin ich. Dort habe ich tageweise im Wald verbracht und habe mal frische Fuchsspuren gesucht. Damals hat es bei uns in Appenzell noch keine Luchs gegeben. Und habe dort die Füchse tagelang verfolgt, bis ich die auch gesehen habe. Und heute mache ich nichts anderes. Einfach die Art hat ein bisschen gewechselt. Forscher und Entdecker sind als Kind. Das kenne ich auch von früher. Und da wird es ihnen vielleicht gleich gehen. Ja, es steckt eben in uns drin. Schon sehr früh. Unermüdlich erforscht Juri seine Spielsachen mit all seinen Sinnen. Erst 8 Monate alt und er will schon alles über die Welt wissen. Moritz Daum ist Entwicklungspsychologe. Er findet, Babys sind leidenschaftliche Forscher. Juri, schau mal da. Also Kinder sind wie kleine Wissenschaftler. Sie machen eine Beobachtung, die könnte überraschend sein. Und dann probieren sie aus, ob das tatsächlich so ist oder ob das auch anders sein könnte. Und das wird dann erforscht, indem man immer wieder den Ball nimmt und irgendwo anrugelt oder schüttelt und ausprobiert. Juri beobachtet ganz genau und schon testet er den freien Fall. Ich mach besser. Was Eltern schon mal nerven kann, ist purer Forschergeist. Oh. Babys sind kleine Lernmaschinen. Sie werden gefüttert werden, sie suchen nach neuem Input. Und durch das, dass sie eben neugierig sind und die Welt beobachten, machen sie immer wieder neue Erfahrungen. Wie raffiniert Babys die Welt erforschen, zeigt eine vielbeachtete US-Studie. Psychologin Amy Stahl hat an 11 Monate alten Babys untersucht, wie sie reagieren, wenn sich Objekte anders verhalten als erwartet. Werden sie dann besonders aufmerksam oder spielt das gar keine Rolle? 2 Spielsachen. Der Ball verhält sich erwartungsgemäß. Nicht so die Lokomotive. Sie rollt einfach durch die Wand hindurch. Welches Spielzeug ist interessanter? Der Fall ist klar.
Die Lokomotive natürlich. Das Mädchen untersucht sie nun besonders akribisch. Regen Überraschungen Babys zum Lernen an? Wir waren erstaunt, wie spezifisch sich die Babys verhielten. Sie testen die Spielsachen nur, wenn diese ihre Erwartungen nicht erfüllen. Mehr lernen wollen sie nur über das, was sie überrascht hat. Unerwartetes regt Babys zum Forschen an. Für eine gesunde Entwicklung ist das unerlässlich. Die Ergebnisse zeigen, wie tief verwurzelt das menschliche Bedürfnis ist, Zusammenhänge zu verstehen. Der Sven Signer will verstehen, wie Luchs und Gams im gleichen Lebensraum zusammen funktionieren. Aber bis jetzt haben wir noch weit und breit keine Spur von unserer Luchsin entdeckt. Und siehst du nichts? Nein, aber da wäre ein Weg, wo es durchaus möglich wäre, wo man Spuren sehen könnte. Hier hat es Schalenwild. Das war wohl ein Gams. Spuren lesen hat Sven schon als Kind geliebt. Da würde man meinen, der Weg zum Biologen liege nahe. Aber denkst du? Er ist zwar bei den Wildtieren geblieben, aber zuerst hat er es als Jäger vor allem geschossen und erst viel später an der Uni Zürich auch noch studiert. Nach 6 Jahren Gymi wäre es mir im Traum nicht in den Sinn gekommen, um Biologie zu studieren. Ich hatte den Unterricht absolut langweilig gefunden. Ja, dort mal haben mich Sprachen viel mehr interessiert. Und ja, aber im Verlauf der Jahre hat mein Jagdkollege und er, ist dann ein bisschen, er hat mich auch aufmerksam gemacht auf das Studium. Und ich habe dann einen ähnlichen Weg eingeschlagen wie er. Und ja, ich glaube, ohne ihn wäre ich nicht in diese Mitte reingerutscht. Ja. Von langweiligem Unterricht wie beim Sven Signer ist hier keine Spur. In der Schule Meilen wird der Forschergeist ganz besonders gefördert, und zwar schon im Kindergarten. Wow, Minisüppel! Was an vielen Schulen in der Schweiz zu kurz kommt, ist hier Programm. Diese Kinder machen erste Erfahrungen mit Elektrostatik. So entsteht Reibungselektrizität. Oder für Kinder besser verständlich, eine interessante Frisur. Im Auftrag der Schule Meilen hat Ingenieurin Astrid Hügli mit einem Team ein forscherfreundliches Lehrmittel entwickelt. Für den naturwissenschaftlichen Unterricht vom Kindergarten bis in die Sekundarschule. In diesem Alter nimmt man sehr viel zuerst über den Sinn wahr und nachher fängt man an, über das zu denken. Und das ist für mich der richtige Weg. So quasi ein Bauchgefühl entwickeln und dann kann man auch darüber studieren. Weiter geht es in der Mittelstufe. Diese Klasse behandelt das Thema Energie. Schon ein bisschen anspruchsvoller. Die Kinder sollen mit diesen Kugeln herausfinden, wie Energieübertragung funktioniert. Mir hat am besten gefallen, dass ich das irgendwie verstanden habe, warum das Ganze so funktioniert. Mit Höhenenergie und Bewegungsenergie. Oh. Etwa 1,10 Meter. 1,12 Meter. Ich habe genau 1,12 Meter. Überall kleine, passionierte Forscher. Leider gibt es in der Schule wenig Raum für solche Experimente. Schulleiter Jörg Walser hat dieses Programm ins Leben gerufen, um die kriselnden Naturwissenschaften wieder beliebter zu machen. Vor allem ist mir früher als Lehrperson viel mehr auch rausgegangen. Man hat Natur erlebt oder man hat Technik erlebt. Und durch das, dass der Druck auf die Schule, was auch das kognitive Arbeiten anbelangt, immer grösser wurde, glaube ich, ist das verloren gegangen. Physik zum Anfassen. Berührungsängste mit der Wissenschaft lassen sich so abbauen. Ich habe immer an Geschwindigkeit verloren. Ich finde den sehr cool, weil man immer wieder etwas Neues, ganz Neues herausfinden kann, was man nie gedacht hätte oder erwartet hätte. Und das finde ich einfach spannend. Ich liebe Experimente machen. Mir gefällt auch, dass man so Experimente machen kann und dass es manchmal auch aufregend ist, wenn man nicht weiss, was passiert. Die Schüler sind sofort aufmerksamer. Dürfen sie selber etwas ausprobieren, bleibt das Gelernte besser haften. Es wäre schön, wir müssen noch mehr machen. Und bei uns an der Schule ist wirklich das ein Thema, dass man es auch in anderen Fächern probiert, Forschendes Lernen zu machen.
Weil man sieht einfach, dass das weiterführt. Kinder wollen forschen und die Welt erklären. Experimente in der Schule halten ihre Neugierde am Leben. Forschen braucht also Biss. Auch nach Stunden gibt es noch keine Anzeichen, dass die Leute in Vega noch in der Nähe sein können. Mitte. Dabei wissen wir doch, dass sie in den letzten Tagen hier war. Es sieht schlecht aus. Aber dann? Da sind schon die ersten Haarbüschel. Wir sind auf der richtigen Spur. Der Sven ist sicher, dass sie hier nehmen, wo etwas gerissen hat. Aber wo? Ja, hier sehen wir jetzt den Riss. Da ist eine Gamskitze, die er hier gerissen hat. Und ja, wir können jetzt schauen, was wir hier noch sehen. Also, nicht mehr viel. Ja, nur mehr viel. Mal, man sieht noch relativ viel, aber Fleisch ist kein mehr dran. Also, du siehst, hier ist der Luchs sehr sauber abfressen. Und weil typisch ist, dass noch fast das ganze Tier vorhanden ist. Und in dem Fall ist das ganze Tier noch vorhanden, also beide Vorderläufe, die Händenläufe. Ja. Also wir haben noch das Tier, der Kopf ist noch dran. Also wir haben richtig, man sieht auch richtig, dass da eine Gams ist. Und das ist sehr typisch für den Luchs, ja. Dass die Haut und alles noch ganz bleibt. Spürst du in so einem Moment den Forschergeist bei dir? Ja, auf jeden Fall. Also da muss man schon ein bisschen Forschergeist oder ein bisschen Biss haben und nicht aufgeben. Eben viel ist man in unwegsamem Gelände unterwegs. Und manchmal, aber wenn man die Augen offen hat und aufmerksam ist, dann findet man irgendwo einen Haarbüschel. Und dann weiss man, irgendwo muss da noch mehr rum sein. Und dann muss man genau schauen. Und dann irgendwann, wenn man genug intensiv sucht und genug genau schaut, dann findet man den Rest schon. Ja. Ja, jetzt haben wir den Ort gefunden, wo das Gams ist, aber der, den wir eigentlich suchen, der fehlt noch, nämlich der Luchs. Aber ich habe ja am Anfang angekündigt, dass wir noch ein Ass im Ärmel haben. Das Ass, das hängt dort hinten. Und jetzt haben wir natürlich die Hoffnung, dass der Luchs auch richtig schön schau gelaufen ist. Ob die Videofalle auch noch etwas anderes als uns eingefangen hat? Wir hoffen es. Wir sehen es aber erst, wenn wir nachher wieder unten beim Auto sind. Trotz Forschergeist von Kindsbeinen an, Schweizer Jugend forscht. Das wäre Sven Signer als Teenager viel streng gewesen. Er hatte damals mal mehr Ausgang im Kopf als Forschung. Diesem Jungforscher ist nichts zu anstrengend, wenn er die Chance bekommt, bei Schweizer Jugendforsch zu gewinnen. Egal wie alt und bockig die Maschine auch ist. Ja, es geht jetzt ein paar Minuten, bis er läuft. Der kommt jetzt nicht so gut. Ja, jetzt ist noch alt und er ist länger gestanden. 82 Jahre alt ist dieser Traktor, den Silvan Kalt anwerfen will. Er selber ist erst 20. Den Motor des Oldtimers hat er selber restauriert. Doch nun kurbelt er schon 10 Minuten. Dann endlich. Silvan Kalt ist ein Tüftler und das schon seit Kindsbeinen. Als Knabe hat er schon Kugelschreiber geflickt. Zum Beispiel eben Kartenscheibe eingelegt, dass die Mine wieder genug weit raus schaut, wenn zum Beispiel eine kürze Mine drin ist oder wenn die Feder nicht gegangen ist, wenn der Mechanismus nicht funktioniert, dass die wieder funktioniert haben. Und das ist natürlich irgendwann, wenn die Kugelschreiber langweilig, dann braucht man etwas Größeres. Das Größere, das waren dann die Traktormotoren. Doch all die Stunden des Tüftelns an den Verbrennungsmotoren haben ihn zu einem noch größeren Projekt gebracht. Selber einen Motor konstruieren. Aber einen, der keine Abgase produziert. Das Problem ist, wir wollen heutzutage von den Verbrennungsmotoren wegkommen wegen der Schadstoff. Und ich habe dann einfach auf Luft gesetzt, weil die Luft gibt es eigentlich schon. Also da kann man nicht viel Schadstoff mehr dazusetzen oder wegnehmen, wenn man sie allein in die Luft verwendet. Ein Luftdruckmotor sollte es also werden. Und so setzt er sich Ende 2014 in seiner Kammer unter dem Dach des elterlichen Bauernhauses an den Computer, studiert Tabellen und Formeln und stellt Berechnungen an. Unzählige Stunden lang. Also wie viele Stunden weiß ich nicht. Ich habe für die ganze Konstruktion ein Jahr gebraucht. Also vom
vom ersten Bauteil zeichnen bis zum fertigen Motor ist das ganze Jahr verstrichen. Und am PC war ich meistens so am Feierabend. Wenn ich vom Arbeiten heimkomme, bin ich meistens am PC gekocht. Am Abend so 2-3 Stunden und habe da rumkonstruiert. Und dann bin ich nächsten Tag wieder arbeiten und wieder heim und da weitergemacht. Im Herbst 2015 ist dann sein großes Ding zumindest einmal fertig entworfen. Der Motor, der mit Druckluft statt Benzin läuft. Kein neues Konzept, aber... Es gibt bis jetzt 2-3 Firmen, die sich damit schon mit auseinandergesetzt haben und immer dran sind. Und ich habe mir jetzt einfach hobbymässig mal gedacht, ich schaue das auch mal an und schaue, was da für das Potenzial daraus rausschaut. Der Luftdruckmotor hat keinen Benzintank, sondern einen Druckbehälter mit komprimierter Luft. Dieser müsste an der Tankstelle mit einem Kompressor gefüllt werden. Insofern braucht also auch ein Luftdruckmotor Strom oder eine andere Energiequelle. Der Motor selber ist wie ein Benzinmotor aufgebaut. Doch statt Benzin strömt beim Luftdruckmotor eben die komprimierte Luft in den Hubraum. Hier dehnt sie sich aus und drückt so die Kolben nach innen. Übrig bleibt als Abgas aber nur, was hineingeströmt ist, also Luft. In seinem damaligen Lehrbetrieb setzt Silvan Kalt seine Pläne dann in die Praxis um. Nach einem halben Jahr steht der Motor. Mit dem Kompressor bringt er ihn ein erstes Mal zum Laufen. Ja, es war ein sehr schönes Gefühl, vor einer grossen Erleichterung, als er das erste Mal angelaufen ist. Er ist für mich das erste Mal angesprungen. Ja. Als man nachher mehr Druck gegeben hat, ist er dann gekommen und dann konnte er zurückstellen. Und dann ist er schön gelaufen. Etwa 10 Minuten lang laufen lassen, ohne Probleme ist er gelaufen. Ein komplexes Konstrukt, das der Jungforscher von A bis Z selber geschaffen hat. Genau das ist bei Schweizer Jugendforscht gefragt. Also ab zum Wettbewerb damit. Was hast du gemacht? Ein V8-Motor habe ich gebaut. Mein Ausgang mit Luftdruck für die Rübelot. Vor ein paar Wochen. Der Tag der Entscheidung. 170 Jungforscher sind angetreten, in der Hoffnung, Preisträger zu werden. Der Hubraum des Motors für solche Leute, die sich ein wenig für Motoren interessiert, ist gleich groß wie eine Kaffeetasse. Zuerst muss er während 10 Minuten seinen Luftdruckmotor präsentieren. Danach wird jedem Jungforscher ein Experte zur Seite gestellt, der die Arbeit bespricht und dann entscheidet, ob sie ausgezeichnet wird oder nicht. Motorenguru Christian Bach will es genau wissen. Jetzt vielleicht kannst du mir mal noch mal erklären, wie jeder Gaswechsel funktioniert und was deine Überlegungen waren. Ob er den Experten überzeugen konnte und die Selektion schafft? Ich werde diejenigen und nur diejenigen ablesen, die selektioniert wurden. Joël Lüdi, Jonas Wüttrich, Silvan Kalt. Er gehört also zu den gut 100 besten Jungforschern, die Schweizer Jugendforscht dieses Jahr auszeichnet. Er bringt alle Voraussetzungen mit. Es braucht Leute, die ein bisschen mehr nachdenken als nur das, was man jetzt braucht für eine Lehre. Ich bin ziemlich sicher, dass ich ihn noch während meiner Laufbahn in irgendeiner Form beruflich wieder begegnen werde. Ich bin stolz darauf, dass ich weitermachen kann und das Projekt weiterverfolgen kann und nicht jetzt schon aufhören damit. Und das freut mich sehr, weil es hat mir schließlich schon sehr viel Zeit gekostet bis jetzt. Aber fertig ist noch nicht, oder? Nein, fertig ist noch nicht. Ich denke noch lange noch nicht. Also ich werde mich wahrscheinlich länger damit beschäftigen. Und auch wenn es keine Medaille zu gewinnen gibt, dank Schweizer Jugendforscht wird Silvan Kalt vielleicht in Zukunft dafür sorgen, dass dreckige Verbrennungsmotoren bald nur noch Oldtimer antreiben. Am Sven Signer liegt das Wohl von der Luchs in der Schweiz am Herz. Und unsere Bilder aus der Videofalle sind wichtig, um zu schauen, ob die Vega auch zu Weg ist. Wenn denn überhaupt etwas drauf ist. Ja, da sehen wir jetzt das war ein Dachs, gell? Ja. All noch nicht da, wo wir wollen. Da ist er. Ja, die Augen. Und da ist ein Salzband. Der Rest wäre eigentlich da vorne, aber ich sehe hier ein bisschen
die Umgebung abchecken, was da gelaufen ist. Ja, wahrscheinlich schmeckt sie das noch, wenn ihr da gewesen seid? Wahrscheinlich schon. Ja, die merkt auf jeden Fall, dass da ein Mensch war. Ja. Aber der Luchs lässt sich von dem nicht gross stören. Mhm. Und da sieht sie, probiert es sie probiert es wegzureissen. Gibt es ja nicht. Krass, schau, wie sie reisst. Was ihr aber nicht gelingt, weil die Forscher zu Gamskizzi angebunden haben, dass es der Luchs nicht wegschleppen kann und die Videofalle ins Leere filmt. Okay. Wie ist das für dich? Also, das ist jetzt schon für mich klar, ist das erste Mal, oder? Nicht gewusst, ob etwas auf dem Bild ist, aber ist das sozusagen Forscher-Weihnacht, wenn du nachher solche Aufnahmen hast und so den Luchs siehst? Ja, eben live kommt man ja relativ selten von der Linse eben. Und ja, dann ist es natürlich auch mal schon schön, wenn man irgend noch so eine Videoaufnahme von dem Tier hätte. Und wenn man sieht, dem Tier geht es gut, der Tier ist gesund, der Tier ist fähig zum Reissen und sich ernähren. Ja, das ist alles eine schöne Bestätigung, ja. Wir haben uns in dieser Sendung mit dem Forschergeist auseinandergesetzt. Und ich finde, bei dir spürt man ihn sehr fest. Aber was ist für dich der Forschergeist? Ja, der Forschergeist ist einfach ja, sicher die Begeisterung für die einheimischen Wildtiere. Und dann, was natürlich sich auch ausmacht, ist einfach, dass man nichts für bare Münzen hat, dass man sich fragt und nichts für selbstverständlich hat. Also, ja, wenn ein kleines Kind einen Hund sieht, dann sieht es vielleicht 10 Minuten lang wow, 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 wow. Und man denkt, ja, ist ein Hund, habe ich schon 100 Mal gesehen. Und so ist bei mir bei den Wildtieren überhaupt nicht. Jedes Mal, wenn ich eine Gams oder eine Reh sehe, dann bleibe ich stehen und muss beobachten und genau schauen, wie sich jetzt die Tiere verhalten. Das ist es, die Neugier nicht verlieren. Schließlich haben wir alle früher nicht einfach den Becher am Boden tätschen lassen, sondern den Freifall erforscht. Und wenn wegen einem Ballon die Horde zu Berg stehen, dann bringt einem die pure Physik zum Lachen. Forschen macht Freude. Egal ob Profi oder Laie, der Forschergeist treibt uns alle an und hilft uns, die Welt zu erkunden und zu begreifen. Hier auf diesem Sender erwartet Sie heute Abend noch NZZ-Format. Ich wünsche jetzt einen recht schönen Abend. Adi miteinander.